Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Griefer Games News, Leute. Heute geht's mal darum, dass es angeblich einen neuen Duplizierungsbug geben soll. Ich denke, dass es was mit dem Slash Break Booster zu tun hat, weil im Moment auch sehr viele Spawner im Umlauf sind und das kann eigentlich nur ein Duplizierungsbug sein. Und jetzt habe ich so einen kleinen Ansatz bekommen, dass es vielleicht wirklich so sein könnte, weil ein etwas reicherer Spieler mir gesagt hat, der halt Echtgeldhändler und sowas kennt, dass angeblich wieder ein Duplizierungsbug sein soll, aber er weiß auch nicht so genau welchen. Aber ich denke mal, es wird wieder einen neuen Duplizierungsbug geben. Ich denke auch, was das hat was mit dem Slash Break Booster zu tun. Ich weiß nur noch nicht genau was. Und Leute, die nächste News ist, dass die Admin-Items wirklich richtig heftig im Wert gesunken sind. Also so eine Ripex und Blume und eine Superblume sind nur noch so 10k wert, weil durch diese Truhen ist es jetzt so im Wert gesunken. Zwischenzeitlich waren die ja mal wieder auf 50k, wo diese Truhen rausgekommen sind. Aber ich habe mir schon so eine Preisschwankung erwartet. Deswegen habe ich keine solchen Items gekauft. Und außerdem hatte ich noch nie Interesse an solchen verzauberten Admin-Items. Die nächste News ist, Leute, dass ich euch mal für eure Probleme, also falls ihr jetzt euren Rang noch nicht bekommen habt, den ihr euch schon vor einem Monat oder so gekauft habt, könnt ihr euch mal an die Mailadresse unten in der Beschreibung wenden, weil Griefer Games hat eine eigene Supporter-E-Mail und die packe ich euch einfach in meine Videobeschreibung, da könnt ihr natürlich die wichtigen Probleme ansprechen, die euch betreffen, zum Beispiel wenn euer Account gehackt wurde und ihr das Plot umschreiben müsst, müsst ihr das natürlich auch begründen, warum, weshalb. Und ja Leute, das war's jetzt auch schon von dieser Griefer Games News. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst gerne einen Like da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ciao.